Dieses ist unser Immobilisationsraum. Die Patienten werden mit verschiedenen Lagerungshilfen bestrahlt. Da gibt es einmal die thermoplastischen Masken, mit denen Patienten im Kopf-Hals-Bereich bestrahlt werden. Dann gibt es Vakuummatratzen für Patienten, die im Thoraxbereich oder Abdomenbereich bestrahlt werden. Und wir haben auch noch ein Shuttle. Das ist eine Carbonplatte, die man auch auf die CT-Platte und den Beschleunigertisch draufsetzen kann, indem man einfach drüber fährt, sodass der Patient zwischendrin nicht umgelagert werden muss. Und so sieht dieser Shuttle ohne Tischplatte aus. Dort sieht man mit den Rädern, wie man ihn über die anderen Bereiche drüber fahren kann.